Ja, hallo und herzlich willkommen. Ein neuer Donnerstag, ein neuer Stream. Grüße euch. Hi. So, letzte Woche, falls ihr euch noch erinnert, der lange Lulatsch hat uns einfach mal so unsere Begleiterin weggeschnappt. Ja, sehr traurig. Ich hoffe, dass wir die vielleicht noch wieder zurückgeholt bekommen. Wir hoffen. Also, das ist schon ein bisschen. Ja, tricky würde ich sagen. Na gut, auf jeden Fall geht es jetzt gespannt weiter. Traurig verharrt hier die Woche vor dem Bettchen. Eine Woche Trauer, jetzt muss es weitergehen. So, schauen wir mal. Böser Fernseher. Bäbä, der war nicht gut. Aber es ist wie ein Verkehrsunfall irgendwie. Auch nicht schlecht. An der Lücke. So. Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Na, 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 na. So. Klettern wir einfach. Jo. Schönes Ding. Wir porten uns einfach mal eine Runde. Ist ja auch witzig. Das nennt sich mit der Tür ins Haus fallen übrigens. Zack, da ist er wieder. Dieser lange Lulatsch, der war auch schon so ein bisschen creepy. Oder da auf einmal aus dem Fernseher rausgekrochen kam. Das ist schon echt nice. Ein sehr schönes Spiel. Definitiv.
machen sie aus. Jo. Können wir auch umschalten? Irgendwas mit Farbe und mit Bunt und so. Ja, wir lassen ihn einfach mal an. Wer weiß, wofür das noch gut ist. Das ist auch ganz nett. Noch mal ein bisschen neues Rätselelement dazu mit den Fernsehern. Der Binger der Nation quasi. Binge dich in Sicherheit. Das? Ah! Ah! Halber Hut, sauber. Schau mal einer, guck. Das sah mir aus wie so eine Polizeimütze oder sowas. Schaffen. Das sieht auf jeden Fall wichtig aus hier. Ich bin auf einer geheimen Mission. Ach! Ja, ich meine, gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin, aber ich werde den Fernseher wohl einmal benutzen müssen. Extra angeschaltet. Hat noch dran gedacht. Intuitiv hat mich die Mütze eigentlich berufen. Das möchte ich lieber sagen. Kannst du mir? Ach, Lampe. Alles klar. Special Officer Duffy. Ich übe noch das Laufen. Bin aber der Beste in der Krabbelgruppe, hat mir die Lehrerin gesagt. So. Jetzt mal mit Schmackes. Ach, das. Ich bin hier scheinbar in irgendeiner Paketstation, Briefe und so weiter. Das wird wahrscheinlich eine. Ja. Postbotenmütze sein, denke ich mal. Also nichts Schaffner oder LAPD. Egal. Nämlich Postman. So. Mal kurz geguckt. Komme ich hier. Oh, nicht so richtig. Und hier. Nee. Na, wirst du wohl. Ja, das ist einer der wenigen Bugs in dem Game. So einige Ecken scheinen echt zu rund zu sein. Na. Aber bislang bin ich immer noch rausgekommen. Das wird doch jetzt hier wohl nicht das erste Mal sein, dass ich da jetzt. Das ist hier mal Lucian. Ja, ich rufe mal nach Hilfe. Nee, also das scheint mir irgendwie festgefressen zu sein. Da kann ich ducken, sprinten, springen. Das tut alles hier nichts bringen. Schade. Ich hoffe mal, dass er nicht so weit hinten ist, aber ja, erste Mal muss ich von einem Kontrollpunkt neu laden. Damit kann ich leben. Ich gehe mal einfach davon aus, dass die das Hinschieben von dem Regalwagen immer noch passiert ist. So, haben wir auch da. Gut, hinten Ecke, pui, lassen wir. Kann auch nicht ohne, ne? Muss gucken.
Ach, herrlich. So, jetzt aber. Dann soll ich schon die Fernbedienung festhalten. Das finde ich auch sehr abwechslungsreich gestaltet. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwelche Dinge hat, die man das ganze Spiel über nutzen muss. Es ist relativ einfach gehalten, jetzt bei dem in der ja, Klasse diese Taschenlampe, die ich dann ja verloren habe, jetzt diese Fernbedienung. Da verliert man also auch nicht so schnell den Überblick. Finde ich ganz gut. Die scheinen wohl alle hier RTL zu gucken. So. Ja, das klingt ja schon wieder alles sehr, sehr. Ach, Moment. Bei Knäufe. Na gut, vielleicht. Nee, da hinten ist ein Fenster. Dann gucken wir mal hier rein, genau. Einmal. Ah, wer bist du denn? Ja, unsere kleine Begleitung ist gut. Unsere Begleiterin, die ist ja scheinbar auch zu so einem Phantom geworden, als dieser Slender Lulatsch sie gekrallt hat. Ich hoffe ja, dass sie nicht dauerhaft drauf gegangen ist. Das wäre echt schade, traurig. Wir gehen jetzt einfach mal optimistisch weiter da. Okay, das. Einfach mal optimistisch davon aus, dass wir sie einfach mal retten können. So, Schuhe. Die können wir wahrscheinlich wieder. Natürlich, Schuhe. Schuhe müssen mit. Die guten alten Romeka-Latschen. Reintreten, wohlfühlen. Ja. So. Ja. Okay. Da ist ein Kühlschrank oder sowas. Hup. Ups. Na, einmal auf da. Wohl. Könnt ihr euch vorstellen, weil dieses Phantom ja einfach so offensichtlich da stand, dass das jetzt eigentlich wirklich doch nicht hier weitergeht, sondern vielleicht doch in einem anderen Raum. Mach auf! Los, Sesam, öffne dich! Oder was auch immer du für ein Gerät bist. Okay. Festgerottet. Das sieht also auch nicht aus, als könnte ich hier irgendwo weiter. Aber die Phantome, die waren ja auch immer so ein bisschen abseits. Da muss man immer mal irgendwo vom Weg abkommen, abgehen, um die zu finden. Also gehe ich mal davon aus, dass es hier tatsächlich nicht weitergeht. Na gut. Vielleicht kriege ich die hier doch irgendwie auf. Ja gut, okay, es gab ja auch Türen, da muss ich einfach nur gegendrücken. Wie bei dieser. Oh. Ah, warte mal. Alter! Heieiei. Jetzt habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee, den Fernseher mal auszuschalten. Lass die Zombies davor, Alter. Okay, also was lernen wir daraus? Wenn wir einen Fernseher im Raum haben und die da wild durch die Gegend streifen, dann können wir die wahrscheinlich anschalten, um die da ein bisschen abzulenken. Ja, okay, die ist wahrscheinlich wirklich so fixiert auf den Fernseher. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Kommt davon, wenn man nachmittags Fernsehen guckt.
da noch was im Backofen zu finden? Wenn der schon so offen ist. Da muss man zumindest mal nachgucken, ob der auch vernünftig sauber gehalten wird, ne? Nö, da ist nichts. Also da geht's raus. Ich kann da hochklettern. Dann machen wir das doch mal. Gucken wir mal, was uns dort... die sich freut, wenn ich ihr was Schönes koche. So. Ist ja eh nichts da hier zum Kochen. Dann gehen wir wieder. So, hat sie davon. Wenn ich den jetzt anmache... Würdest du dann da gleich hinlaufen? Tja. Weiter. Das ist nicht mehr. Reicht es, wenn ich mich da im Backofen verstecke? Nicht, dass ihr jetzt auf einmal Bock auf Pizza kriegt und... Draußen ist Fernsehen. Auf der Terrasse. Draußen. Schön. Schönes Programm. Ja, mein Garten-TV. Aber hallo. Mal schön gucken. So ist fein. Weg hier. Kuckuck. Hat sie gar nicht mitgekriegt. Ist wohl normal, dass da Leute aus dem Fernseher rausfallen. Oder Männchen in dem Falle. Kleine Postbotenmännchen. Männchen, Weibchen, divers halt. Ne? Also klar. So. Bin mir da ja immer noch nicht so sicher, ob der Protagonist jetzt männlich oder weiblich ist. Bin jetzt einfach mal von männlich ausgegangen, ohne irgendwen diskriminiert zu haben. So. Den an, den aus. Ja, kein Empfang hier. Geil, so eine Universalfernbedienung. Wenn mal jemand schon die programmiert hat oder versucht zu programmieren, hat diese Universalfernbedienung. Das ist gar nicht so einfach. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schuldig. Aber ich fand's so lustig. So. Na. Gar nicht. Oh. Das war aber mal mit Schmackes. Oh, das war so ein Einwegfernseher. Klingt komisch, ist aber so. Oh Gott, ey, ich glaube, ich krieg da irgendwie noch einen Ohrwurm von und heute Nacht kann ich nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit dieses Geflöte irgendwie über dem Kopf umher spukt. Also ich bin immer noch begeistert vom Level-Design. Alles gefällt mir echt gut. So richtig schön ungemütlich. Ach, wer möchte in so einer Badewanne nicht gerne ein Vollbad nehmen? Mindestens eine Stunde lang. So. Ja, auch gut, dass da die Lampe noch an ist.
komme ich aber auch nicht ran irgendwie, ne? Einer noch. Nö, ich gehe jetzt weiter, dass das nicht funktioniert. Kopfkino. Lassen wir es. Wenn dann alle, ne? Krass, ey. Wir hatten ja in der letzten Folge, ist da ja auch irgendwas von den Dächern irgendwie gefallen. Ich hatte da schon sowas befürchtet. Naja, wenn man mich fragt, was ich so von den Privatsendern halte, da habt ihr die Antwort. Eieiei. Beleuchtet. Ich habe gedacht, vielleicht kommt man hier doch noch rein. Ein bisschen Ablenkung mit den Leuten, die da runter jumpen. Dann hier an dieser Tür einfach vorbei, aber ohne Hocker oder Tritt komme ich da nicht dran. Genießen wir das Bild einmal kurz. Irgendwie muss ich da an Evil Within denken. Ja, genau. Die hatten ja auch mit diesem Leuchtfeuer da zu tun. Ja. Grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist, dass du zuguckst. Ja. Also das Auge Saurons quasi. Eieiei. Ich mach da gar nicht runterspringen. Wer weiß, was mich da noch aus dem Privatfernsehen erwartet. Das Programm ist ja auch nicht besser. Sind wir doch glatt runtergefallen. Mutti, hast du etwa noch nichts zu essen gekriegt? Los.
Warum? Wieso? Eieiei, das ist knapp bemessen, würde ich sagen. So, jetzt aber. So, jetzt Gas, 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 Gas. Sicher, sicher. Da liegt er und regt sich nicht mehr. Commercial Break. Ob das auf dem Soundtrack auch mit drauf ist? Schön. Wie haben die das Sofa denn da durchgekriegt? Ja, mach mal auf da. Was haben wir denn da so Schönes? Aha. Das war alles hier drin. Es könnte eventuell sein, dass wir das noch benötigen. Alter, Box. Fernseher. Das reicht aber. So, noch mal ganz kurz umgeschaut. Clear. Muss die PD ausgeliefert haben. Eine Trophy! Postindustriell. Sagen immer, man soll nicht mit Leuten mitgehen, aber zumindest mit Fremden, aber fremden Leuten Pakete ausliefern? In diesem Fall würde ich da nochmal drüber nachdenken. So. Aua! Ich wollte eigentlich jetzt mal gucken. Kann ich vielleicht in den Fahrstuhl schaffen und wieder rein?
Ja, also ich hatte recht, ich kann da rein. Ist aber keine gute Idee. So, bin damit hochgefahren. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Das kommt öfters vor. Nein, doch da noch nicht. Nie. Eventuell. Okay, das hat zumindest funktioniert. Ne, unten war auch nur. Ne, das genau, hier unter war ja schon der Keller. Da war auch so ein formschönes Belüftungsloch drinne. Aber da will ich ja nicht nochmal hin nach unten. Da scheint alles. Wer bist du denn? Nur mit. Ups. Na. Na, trau dich. Das da wieder zurückzuspringen. Aber ich meine, hier auf Klo zu gehen, ist wirklich ein prickelndes Erlebnis. Also. Das ist ein Hocker. Roms, Bums, ist das Licht aus. Jo. So schnell kann's gehen. Gut, da wird jetzt nichts mehr funktionieren. Ich habe doch gar keine Fernbedienung in der Hand.
Bin Gefahrensucher. Ne, das laufen wir mal lieber. Ne, wir gehen aber mal lieb und nett weiter hier. Das brutzelt zu spät durch Nacht und Wind. Scheint auf jeden Fall gut abgesichert zu sein hier. Lieber ein bisschen höher dimensioniert. Ein Einkaufswagen. Ein Kreisel. Mein Name ist Alex und das ist Jackass. Kann leider hier oben nicht anschieben. Kann mal einer hier machen? Ja, mal schieben. Na. Ist ja gefährlich. Fernseher. Da. Da haben wir die. War das jetzt gut, dass ich jetzt hier runtergefahren bin damit? Schauen wir mal. Ich möchte bimmeln, ich möchte mich beschweren. Wahrscheinlich dann hier rein zu müssen. Och, wieder so ein paar knuffige Teddybärs. Ich möchte mehr Merch von diesem Spiel. Ich möchte so einen Teddybären haben. Zur Not geht auch einer, der schon im Müllwagen war, rausgefallen ist und ein paar Mal befahren worden ist. Der sieht dann wahrscheinlich ähnlich aus. Die sind aber auch hässlich. So. Ach so. Geht zur Seite, ich bin Experte. Der weiß, wie man den Hebel zieht. Gut. Ich denke mal, ich werde den gleich wieder anmachen müssen. Das ist jetzt die Frage. Fernseher war da ja eben nicht. Zumindest kein gesehen. Ich denke mal, der Fernseher wird ja wohl der Ausgang jetzt hier sein aus diesem Bereich. Was könnte ich da an dieser Eisenbahn hochklettern? Die hängt da einfach nur zum Trocknen. Er lächelt mich so an, schmeiß mich, schmeiß mich. Ich denke mir nur, ja, aber wohin?
Ach. Mit Schmackes am Ziel vorbei. Das ist ein Zeichen. So. Dem habe ich es aber mal gezeigt hier. So. Jetzt haben wir wieder Saft. Vermute ich, müssen wir da rüber springen. Hoffentlich habe ich das gut hingefahren da. Ja. Also mir stellen sich jetzt gerade zwei Fragen. Ha. Was macht ein Sofa auf Klo? Oder warum habe ich in meinem kleinen Mini-Wohnzimmer Klopapier neben dem Sofa liegen? Mache ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Auch schön, die neuen Statisten sind auch schon da. Oh, Bagge. Oh, Bagge. Da sind Fernseher. Da werde ich wahrscheinlich rein müssen. Das heißt, den anschalten. Dann vermutlich den abschalten, damit sie dorthin laufen. Und dann da rein, um dort rauszukommen. Ja, versuch, mach klug. Irgendwas. Ja, werde ich wahrscheinlich auch nicht so anders reinkommen. Ne? Nee, klar. Ich wusste nicht, ob das klappt. Hier gibt's nichts zu sehen. Verdammt, ich glaube, das ist auch das Problem. Oh oh. Guck mal hier, Flimmerkästen, ganz viele. Ja, fein. Ach du Scheiße. Hui. Oh, gut, dass da einer an war. Heieieiei. Schon wieder hier so der Oberboss-Fernseher.
Da ist sie. Oh, lass sie los! Lass sie los, du Lümmel! Oh oh. Verdammt. Führ doch mal einen in deiner Größe. Oh. Ah, mein Freund, die Axt. Ja, aber mitnehmen, bitte. Macht doch nichts, wenn es schneller geht. Du hinten kannst jetzt Zeit lassen. Schnell hinfort. Alter, du bringst ja ganz komische Schwingung rein. Oh, nein. Ja, nein, sag mal. Oh. Aufglitscht ist er. Und dann kann man da nicht mehr raus. Vielleicht die schon mal vorbeißen, da die Löcher. Naja, also scheint auf jeden Fall die Möglichkeit, naja, was heißt Möglichkeit? Sie ist offensichtlich nicht ganz von uns gegangen. Das ist gut. Sie hat sich nur einen anderen Sendeplatz gesucht. Da. Axt nochmal. Ja, bitte nehmen Sie diese Axt. Zerschlagen Sie diese Tür damit. Und laufen Sie danach. Aua. Oh, schaut doch Rücken. Jetzt aber heute noch. Danke. Tschüss, hab noch einen Termin. Also ihr könnt nicht mal. Jetzt habe ich's raus. Ha! Wir sind die Mainzelmännchen und er ist ARD. Jetzt kommt's. Er sammelt uns alle wieder ein. Jawohl, weil das Programm so schlecht geworden ist. Jetzt habe ich's raus. Oh, oh. Da oder hier? Ah, nee, verdammt. Ja, er kommt von dieser Seite und diesen Hocker werde ich wohl benötigen. Oh, oh. Oh, oh. Machen wir hier nicht den Jumper. Oh. Nein! Oh, das ist also ein bisschen träge ist ja manchmal. Unser kleiner Fußmann hier. So, langsam umdrehen und einmal springen. Einmal durch. Eieiei. Ui. Oh, oh. Oder der ist von der GEMA. Haben Sie schon gezahlt? Nee, GEMA. GEZ meine ich natürlich. Obwohl. Alles möglich, ne? Das sieht ja noch richtig ein Sport aus hier. Lauf, Forrest! Lauf!
Oh nein, 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 nicht kuscheln, nein! Jetzt hätte ich gedacht, ja, zweites Mal schwingen. Die Mucke ist auch wieder geil. So. Mal rein hier. Danke, Spidey! Heieiei. Das kann aber ins Auge gehen, sowas. Na, apropos Auge. Na, wird's gehen? Ja, da hast du jetzt Aua. Ja, das stand schon das. Na? Ist da was zu finden? Oh, ein bisschen lediert ist der Gute. Die das Gute. Okay, sie will mir wohl den Weg weisen. Hoffentlich den richtigen, nicht den Weg zum Onkel zurück. Getan haben. Ach, der Megabild finde ich gut. Finde ich echt gut sowas. Echt schick. Oh, weniger schick. Haben wir jetzt hier Duell? Ich baller dir eine Genki Dama um die Ohren, Digga. Ha! Nice. Ah! Nein! Nicht nice! Aber nicht schlecht. Der Kleine hat mehr Power, als wir den Anschein erst hat. Voll hier ein auf Duell, Alter. Nicht schlecht. Es ist wieder diesen Punkt finden. Da war er. Okay. Es ist hier auch wieder nichts erklärt. Das und das müssen wir machen. Ich meine, gut, das erklärt sich so gewisserweise von selbst. Da ist der Punkt nochmal. Nein, da ist er nicht mehr.
Da ist er. Na, nein, 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 nein. Oh, Alter, sag mal. Keule. So, mit dem linken Stick den richtigen Punkt finden. Ich hoffe mal, ich... Ja, so. Nein, 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 da war doch irgendwas. Ja. Oh, Mann! Mando! Ist gar nicht so einfach. Uiuiuiui. Da muss ich mir noch eine Mandel reinhauen. Jetzt wird's wieder lustig. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alter Verwalter! Oh ne, die Lampe ist noch... noch an. Ne, bist du noch nass, klar? Weiter hier. Ja, da war ich noch nicht mit seiner Macht umzugehen. Ihr Immobilienchiropraktiker macht krumme Häuser wieder flott und gerade. Ist mal hier meine Mütze hingeschwommen. Da hole ich mir doch noch den Tod. Oh, gibt keine Mützen mehr. Okay. Eine Trophäe. Die Fahle. Die Fahle? War der lange Lulatsch eine lange Lulatschin? Ninnen? Divers? Ja, Alex, moin, erstmal. Ja.
Ja, erstmal wieder aufwärmen hier. Ey! Hallo? Ich möchte aber in die Tür rein. Macht ihr einfach die Tür vor der Nase zu hier irgendwer, irgendwas? Diverses. Es innen. Oha. Zip. Da war da oben. Ich kann immer nur wieder sagen, die Mucke ist einfach ziemlich geil gemacht bei dem Game hier. Und nur ist sie ziemlich dumpf. Ist der Nackenschrank geschmolzen oder was ist das da? Das sieht ja aus. Gott. Okay. Verdammt. Wir hängen in einer Endlosschleife fest. Das kenne ich von irgendwoher. Hm. Ja. Die nächsten 890 Streams. Wie ich von der einen Tür aus der anderen rauskomme. Okay. Verdammt. So ein luftleerer Raum zu sein hier. Ich höre hier nichts, aber ich sehe da meinen Schatten. Da ist ja auch noch eine Tür, kriege ich die irgendwie auf? Das kann ja was werden hier. Was möchten die von mir? Bin ich schon wieder da? Na! Mach mal die Tür zu wieder. Ja, das zieht. Wo bin ich denn? Hallo? Da, da ist er. Na? So. Na, bleibst du zu? Hallo? Also diese Türen hier heutzutage. Hör mal. Alter. Aber irgendwie kann ich die bewegen. Irgendwie muss das damit zusammenhängen. Ich muss die zumachen und dann ganz schnell hinten reinlaufen, glaube ich. Na komm. Jetzt hier. Aber mit Schmackes. Ah, nee. Das glaube ich wird nichts. Nee. Sag mal, du garstige Tür. Mann, hat die Schwung drauf. Komm ich gar nicht gegen an. Hallo, Hilfe, ich bin hier zwischen Tür und Wand gefangen. Ja, danke Manuel. Na. Vorstellen. Hallo. Jetzt bleib zu. Ah, das ist doch aber.
So, jetzt stimme ich doch mal gegen. Ja, so ist fein. Ist auch irgendwie was mit dem Ton hier irgendwie. Ich höre den ja immer noch voll und ganz. Nee, das. Ja. Heieieiei. Das kommt davon, wenn man sich Rätsel auf der Weihnachtsfeier ausdenkt. Alter Schwede. Was haben wir denn noch hier für Möglichkeiten? Also wir können die Tür bewegen, ja, das ist schon mal klar. Kann ich hier irgendetwas, irgendwie was mitnehmen, was ich vielleicht werfen kann, zerstören kann? Klappt ja doch mit dem Klettern hier, ne? Mehr oder weniger. Mysteriös. Da hinten ist auch so ein komisches Auge, aber da kann ich auch nichts mitmachen. Das ist toll. Gehe ich hier rein, komme ich da raus, gehe ich da rein, komme ich hier raus. Verdammt! So, ja, hier ist irgendwie ja nichts zu holen. Es sind diese Momente, die ich liebe. Wo man dann beim späteren Gucken wieder bemerkt, hey, guck mal da vorne an der Stelle. Guck doch, mach doch. Mal eine halbe Stunde vorspult. Weil ich ja doof in der Gegend rumlaufe. Sag mal, gibt's doch gar nicht. Ich habe auch meine Fernbedienung nicht mehr. Meine liebe kleine Fernbedienung. Oh. Nee, wenn ich die ziehe, kann ich die ziehen, die Tür? Nee. Würde ja auch nichts bringen, da würde ich ja trotzdem mit denen rauskommen. Das Problem ist, mit Schwung ist sie auch nichts. Die bewegt sich nur so lange in den geschlossenen Zustand, wie ich sie auch drücke. Da ist nichts mit... Och, nee, komm. Oh, die ist aber auch schwer. Das Gebäude hat, glaube ich, auch ein bisschen Schräglage. Macht die Sache nicht einfacher. Los, Fall zu. Los. Ja. Nein. Eieiei, das ist sie aber auch. Nein, das war zu doll. Och, wo ist denn da mein Schloss, wenn man es braucht? Nee, das ist doch... Verdammt! Moment mal. Ah, irgendwas? Nee, das... Das ist irgendwie doch nicht so richtig. Ja, das ist auch, wenn ich da jetzt hin und her laufe. Alter, was möchten die Herrschaft denn von mir hier? Die Tür geht nicht. Ich meine, ich kann da hochklettern, also das muss doch irgendwas, muss das doch zu bedeuten haben hier, das... Ja, das ist irgendwie nicht so richtig. Habe ich auch schon überlegt, der hängt da so doof in der Gegend rum, ja, und springt. Das war's. Das ist ja echt tricky hier. Da und dann ist Schluss. Nicht nach links, nicht nach rechts, nur abspringen. Ja, was machen wir da? Ist hier hinter noch irgendwas? Das Bild, da kann ich auch nichts machen. Ich kann ja nichts aufheben, ich kann ja nichts öffnen.
Das ist ja echt mein Ding. Das ist aber auch keine Kiste, die ich ziehe. Nee, das sieht nicht so aus, als könnte ich das ziehen. Kann ich nirgends was festhalten? Hey, tricky, tricky. Ja, das war eben auch schon ein Gedanke von mir, aber es ist irgendwie. Mensch, was haben die sich hier gedacht? Was möchten die von mir, dass ich jetzt hier tue, um wieder zu kommen? Da geht auch nichts. Ja, irgendwie geht die Kamera aber näher hier. Ist das doch hier irgendwas? Das ist, wo ich jetzt gerade geduckt bin. Ne? Was hier das Auge sieht, das Auge mich. Ne? Ne, jetzt komme ich wieder darauf. Alter, was haben die denn hier gebastelt? Ich will einen Hut. Verdammt. Meine Denkerkappe. Auch nix, was hier irgendwie. Ah, ich komme da raus. Also das ist jetzt nicht sehr umfangreich, was ich hier an Möglichkeiten habe. Die Tür, das muss irgendwas mit der Tür zu tun haben. Aber was? Einfach mal eine halbe Stunde gegen gedrückt halten, bis sie da irgendwie festrottet oder was? Na, los, komm. Doch, jetzt, komm, hier, die. Warte mal, ist das hier ein Loch oder was? Ja, möglich wäre das. Also, ich weiß jetzt erstmal gerade gar nicht, wo ich überhaupt bin hier. It's Magic, da ist er. Ich werde nochmal gucken hier mit der Tür. Also, es sah eben so aus, als wäre da hinten ein kleiner Durchgang oder so. Ja, ich weiß nicht, zweimal dadurch, zweimal dadurch. Also, ich hätte sowas auch schon überlegt, aber das ist ja auch echt fies. Wenn du da nicht irgendwie mal so einen Hinweis zumindest hast. Jetzt bleib doch mal bitte zu. Böse, böse Tür. Kann ich da hochklettern oder nee? Irgendwas ist da oben über der Tür. Ein Zeichen oder was? Ist das das Auge? Nee, es ist da hinten scheinbar doch kein Loch. Aber ich kann ja da auch nirgends hochklettern. Also diese Tür, die ist echt, hartnäckig nervig. Ich sehe das schon kommen. Den Rest des Streams bin ich hier mit der Tür zugange. Menno! Nee, kann mich auch nicht ran. Naja, die habe ich schon gesehen. Da kann ich aber nichts machen. Das ist das Problem. Da geht nichts. Hier ist keine Tür. Ja, das ist irgendwie, die eine Tür macht so, die andere macht so. Die eine macht eher so ein Knistern, die andere so ein dumpfes Signal. Das ist, also ich glaube, irgendwas mit dem Ton, weil hier ist das alles sehr dumpf. Da ist es hell. Das ist schon ein bisschen tricky hier. Wenn wir die Lösung gefunden haben, dann wird man sich auch denken, oh, klar.
müssen irgendwie den Ton nach. Aber wenn wir da reingehen, kommen wir dahin. Wenn wir die Tür aufmachen, ist der Ton hier auch so. Weit weg. Das ist irgendwie ein bisschen strange hier. Na. Ja, obwohl, das kann einfach nur der Bereich sein bei der Tür. Ja, auf jeden Fall, Alex. Das sehe ich genauso. Musik kann schon mal nicht schlecht sein. Außer irgendein gestörter, tollwutbefallener Pavian schlägt auf dem Xylophon drumherum. Das ist dann natürlich nicht so schön. Eieiei, das ist ja wohl echt ein Ding hier, ne? Den Schrank, da können wir klettern. Bringt uns nicht viel. Das Auge, ja, das sieht noch was aus. Da oben sieht auch aus, als wäre da irgendwas über der Tür, aber ich vermute mal, das wird einfach nur Deko sein. Nee, das ist auch denn. Das ist so ein bisschen irritiert. Ich schaff das gar nicht so schnell da runter. Die Tür fällt leider nicht zu, die fällt eher auf. Auffallen, ja. Auffallen, das Ding ist. Ja, wenn ich da ran kletter, das werde ich so schnell nicht hinkriegen an den Schrank und abspringen, das wird wahrscheinlich auch nicht reichen bis dahin. Kein Loch da. Nee, das ist. Also wenn ich jetzt was hätte, was ich da. Ab durch die Tür. Jetzt geh doch mal nochmal durch, solange die Tür nicht offen ist vielleicht. Nein. Ja. Versucht mal klug. Wir laufen jetzt aber mal hier so ein bisschen. Zack. Also irgendwas ist das. Moment. Moment mal, da war jetzt eben gerade kein. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ne, eben war da so dumpf. Oder war das jetzt einfach nur, weil ich zu schnell unterwegs war, aber. Also entweder jetzt die Tür zu. Oder durch die andere. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Also das jetzt, da könnte ein Schuh draus werden. Da steht ja so auf Schuhe. Ja! Aber wenn ich jetzt, ich glaube jetzt, wenn ich jetzt anders durchgehe. Okay, das. Jetzt haben wir hier den Klang. Alex, du Schelm! Hast du das etwa gegoogelt? Sollst hier nichts verraten? Aber danke. Tatsächlich, zweimal die eine Richtung, zweimal in die Richtung. Krass. Alter, ey, da soll's mal drauf kommen, ey. So, jetzt haben wir hier drei Türen und eine, drei offene und eine verschlossene. Und noch eine verschlossene. Und die Schlanke hier. Oh, nö! Nö! Na gut, jetzt wissen wir es ja. Oh, eieieiei, das sind. Ach, immer der Musik nach, ne? Ja, ja. Oh. Manchmal hat man aber auch so einen. Ja, das war auf jeden Fall schlau gedacht von dir. Ja, ich glaube, ja, also
Also jetzt, wo man es weiß, ja klar, macht Sinn, aber also was mich so verwirrt hat, ist einfach, dass die Tür zugemacht werden konnte. Und das ist wieder so eine, ja, weiß ich nicht, Deppenfalle oder so, keine Ahnung. Ehrlich. Naja. Nee. Was geht die da hinten auf? Okay. Ha, 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 ha. Ah, für eine kleine Spende verrate ich dir das. Nee, das war tatsächlich witzig. Alex hat ja schon vermutet, wenn man da zweimal durch eine Tür, zweimal durch die andere geht. Das Interessante ist, man muss quasi der Musik folgen. Und das ist... Wenn ich da jetzt ein paar Mal in die eine Richtung durchgegangen war, war dann auf einmal die andere Richtung mit Musik beschallt oder mit dieser Musik beschallt. Und dann musste ich dann einmal die Richtung quasi ändern. Ach du Elend, jetzt muss ich die Tür da unten aufmachen, um da reinzukommen? Ach nö, diese Türen, diese garstigen, garstigen Türen, die mögen mich nicht. Also vor allem die hier nicht. Ich habe mit meinen Türen hier zu Hause noch nicht gesprochen, Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich in der Klappe jetzt zum Goldenen Reiter. Ja, ja, ja. Na, na, oh, diese Türen. Ich will ja jetzt auch gar nicht hier eigentlich. Und husch, husch, lauf, lauf. Ja, toll, jetzt bleibt, die bleibt offen. Ja, immer der Nase nach, würde ich sagen, immer den Ohren hinterher. Ist definitiv kein Treppenhaus für mich. Deswegen habe ich auch nicht in Hogwarts angefangen. Habe ich auch gesagt, nee, lass mal. Ja, also hier muss ich definitiv rein, aber es ist auch immer so ein bisschen. Aha! Da ist. Nee, dann. Moment. Na, wenn das mal nichts zu bedeuten hat. Ja, lass mich raten, ich komme nachher hier hinten raus und dann komme ich nämlich nicht andersrum zurück. Ja. Ja, der versiebte Sinn. Da ist er. Manchmal habe ich den auch. Das muss ein albtraumhafter Job sein, in diesem Gebäude Putzfrau zu sein. Jetzt wird es wieder atmosphärisch.
das Spiel hilft mir doch. Da ist jetzt jemand ein wenig sauer. Alter, das ist doch nur eine Spieluhr. Die geht aber ab. Heieiei. Naja, ich meine, mit den Gliedmaßen wäre ich aber auch ein bisschen schlecht gelaunt. Ah, oh, nein, der hätte springen sollen. Links, rechts, vorne, hinten. Nur aber. Ach, ja, gepennt hat er, gepennt hat er. So, jetzt aber. Ja, Hammer Time, sag ich nur. Können wir da nochmal drüber reden? Eigentlich könnte ich mir das vorstellen, hier drunter zu leben und alt zu werden. Eieiei, die ist ja gut drauf. Also ich vermute mal, da können wir auch definitiv sagen, dass es jetzt eine Sie ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur von ihrer guten Laune aus gesehen jetzt her. So, also. Ist ja schon echt spooky, Alter, was ist. Das ist ja so scheinbar unsere. Ja. Na. Bin schon völlig durcheinander. Die Spieluhr muss sterben. Aua! Schön auf 12. Jawohl. Ha! Au! Das hat gezwirbelt. Das habe ich ja hier gemerkt. Okay, da komme ich also nicht so ohne weiteres ran. Ich würde gerne Kratos-Style hier das einfach mal so zwischen die Augen schmeißen. Das Ding, ja, beziehungsweise vielmehr auf die Spieluhr, aber. Ja, wahrscheinlich sehen die Gebäude dann auch ähnlich aus, so in 20 Jahren. Wenn wir dann wieder raus dürfen. Momentchen. Doch nö, diese Tür, Durchgänge hier. Hallo? Ich wollte nur mal gucken, was du da Schönes hast. Da hinten sind auch noch Türen, so. Ich hab mir das eigentlich so vorgestellt, dass ich zu dieser Tür hingehe. Sag mal,
Ja, und was willst du tun, wenn ich da doch hingehe? Ja, 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 okay, 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 okay. Überzeugt, überzeugt. Alter! Nächstes Rätsel, was machen wir jetzt hier wieder Schönes? Also hier ist der Ton scheinbar egal, aber... Ändert sich hier was? Yeah. Na? Na komm, na komm, na komm! Na komm, na komm, sonst wird's dunkel. Hallo? Ich bin doch nur zum Reden da. Hat das eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? So siehst du zumindest aus. Ändert sich denn hier was? Nicht so richtig, ne? Also ich muss jetzt irgendwas zerlegen hier. Stück muss ich irgendwas zerlegen. Irgendwas. Muss doch irgendwas kaputt machen. Sagt sie. Nö. Zick hier doch nicht so rum, Mensch, Mittel! Sonst tue ich mir noch was weh. Schon wieder. Gelbe Karte? Die da oben oder was? Nee, das ist ein Würfel. Hä? Jetzt habe ich wirklich hier was mit den Augen. Ach so. Ach so. Die gelbe Karte. Ja, jetzt sehe ich das, sorry. Ja, nee, alles klar. Ich gucke im Moment immer, wenn ich spiele, dann den Chat bei der PlayStation. Aber jetzt hier, ich habe es parallel auch auf dem Tablet noch einmal den Chat. Ja, jetzt sehe ich die gelbe Karte. Definitiv. Kurzzeitig sogar mal die rote gewesen, glaube ich. Sag mal! Ich will dir doch nur helfen. Lass dir doch einfach mal helfen. Geht da hinten irgendwie was zu Bruch oder so? Ich meine, wir können das ja auch noch weiter produzieren hier. Na, oder einfach Mammut zur Lücke. Aber wir haben erstmal die mir aus sowas von weggeklatscht. Ach, scheißegal, wir versuchen das mal. Oh! Ja. Nun ist gutes Rad teuer. Na, die machen es aber auch nicht leicht hier. So, jetzt muss meiner hier auf den Tisch schauen. Okay. Ich habe zuerst gehauen, aber sie haut Dollar. Manno! Guten Tag. Mein Herz ist oben. Nee, rechts? Meinst links? Bestimmt. Oder ach so, die da hinten. Ja, ich hab's noch nicht ausprobiert. Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Ich werde mal kurz gucken. Also ich glaube, an die Tür hier vorne werde ich nicht rankommen. Aber das mit dem Verfolgen, das hatte ich mir nämlich auch schon so ein bisschen überlegt. Aber es ist echt schwierig, weil die kriegt dann kurzzeitig ja ihren Ausraster und dann ist wieder Holland in Not. Komm doch! Aua! Da ist nicht viel Spielraum. So, Schätzelein, pass mal auf. Da müssen wir jetzt mal eine Lösung finden. Du bist doch total spielosüchtig. Ja,
Die hat auch einen Radius. Mal bei den Armen. Ich weiß nicht, ist das passiert beim Kloreinigen oder? Da waren noch ganz andere Sachen drin, Frau Glöhr. Oh, das ist... Oh, der zweite Schlag. Der ist in den Nacken. So, jetzt komm, jetzt zick hier nicht so rum. Wir essen Zeit. Na, komm, na. Die ist dann auch ratzfatz wieder zurück, die folgt mir nicht so richtig. Ha! Ich kann da nirgends hochklettern. Weiß nicht, der Teppich, auf dem sie sitzt. Du solltest mal dein Asthma-Spray nehmen, das klingt ja gar nicht gut. Na? So, wir gehen jetzt mal hier rum. Das ist auch nix. So, jetzt mach doch mal was hier. Nee, nicht das. Das hatten wir schon. Das ist langweilig. Das machst du immer. Das nochmal. Nee, fliegt nur Schotter, aber... Also irgendwie die Axt. Ich komme da nicht so schnell hin. Oh, aua. Die ist auch so gut drauf, da hilft doch kein Reden mehr. Irgendwo. Na, ich bin gar nicht da. Ich bin überhaupt nicht da hier. Ich bin ja nur der Zimmers. Oh. Alter. Was ist hier los, ey? Hey, nix zu klettern. Kann ich da hinten hochklettern, wenn ich schnell bin? Was ich nicht bin? Boah, versuch mich hoch. Das war direkt K.O. Also das ist ja irgendwie die... Folgt mir doch einfach mal so ein paar Meter. Boah, das ist echt. Also da jetzt das rausfinden, was das Rätsels Lösung ist hier, kann ich auch nicht aufheben. Na. Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Das Problem ist, ich finde da jetzt auch nicht irgendwelche Hinweise, die man da sagen. Oh, hier lang, da lang. Na,
alles Überlegungen, die ich auch schon hatte. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die jetzt schon gemacht hatte. Also in irgendeine Richtung bin ich ja jetzt auch schon ein paar Mal durchgelaufen. Ja, sag mal. Uhu, folg mir doch mal. Ja, los, komm, komm, los, hier. Alter, ist da aber auch weg hier. Aua! Wohlfühlzone wollte ich gerade sagen. Da flog er schon wieder weg. Ich hab die Axt. Das ist hier auch alles. Legt auch so schnell zu, da habe ich gar keine Möglichkeit an diese blöde. Total super tolle. Wups. Eieiei, das. Also mit den beiden Türen da im Hintergrund habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie wirklich auch nur Deko sind. Ob da oben was schwebt oder nicht, ist. Ist aber auch ganz schön grantig. Machen irgendwas. Ja, das glaube ich nicht. Das hatte ich schon ein paar Mal gehabt, dass sie dann sich zwar aufrichtet, dann dort aber verharrt. Das ist die eine Aktion, die sie tut, abgesehen von der diese schützende Haltung für die Uhr und dann ist halt dieser Angriff hier immer. Zack, Bums. Ich kann auch nicht werfen. Ist auch schon überlegt, wenn ich da vorsichtig rangehe. Ich weiß nicht, ob sie sich wieder zurückhockt, wenn ich eine Zeit lang gar nichts mache. Ich schleiche hier mal ganz vorsichtig ran. Alter! Also irgendwas habe ich auch so das Gefühl gehabt, das was mit den Türen zu tun, aber. Aber was? Ja gut, die Tür werde ich definitiv nicht aufkriegen, wenn sie mit einem fetten Faustschlag ihrerseits die auch schon nicht geöffnet kriegt. Ich brauche nochmal eine Intelligenzmandel. Mädel, jetzt trenn dich doch mal von deiner Spieluhr, die tut dir nicht gut. Ganz vorsichtig, versuchen wir nochmal. Eieieiei.
Links rum, rechts rum. Hin und her. Türen hinten gehen nicht. Was soll ich hier machen? Wie kommen wir hier weiter? Ja, das stimmt absolut. Das stimmt absolut. Wo ist die Magie, wenn man sie mal braucht? Kann ich auch nicht herbeizaubern, ne? Oh, Alter! Oh, Mann! Das Spiel mag mich nicht. Jetzt habe ich's. Ich hatte eben das ja auch schon gehabt, dass ich es immer rufen sollte. Das habe ich jetzt getan. Und schwupp, sie ist angekommen. So. Huhu, hier ist er. Ja. Genau. Nein, nicht gucken. Nein, das sollte eine Überraschung werden. Oh, das sieht aber auch komisch mit dem Bein aus. Aber da hätte ich echt auch so eine schlechte Laune, garantiert. Jetzt aber. Kopf, 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 Kopf. Eat this. Jo. Nochmal schnell eine Mandel. Gelaunt, wie man sie kennt. Und liebt. Man muss sie aber lieben. Ah, ne. Oh. Oh, hier bin ich. Da bin ich. Ah, da ist die Axt. Nicht das Handwerksutensil vergessen. Ich glaube, da könnte es Probleme geben. Ja. Wie befürchtet. Mal schauen, ob ich sie runtergelockt kriege. Na komm. Ah, nee, nein, falscher Knopf. Eieiei, ich bringe ja noch alles durcheinander. Rumpel, rumpel. Alter, die geht ja voll ab. Dong. Ja, jeder braucht einen Dong. Ach du Elend, ist das ja auch noch da. Ich dahin rufe. Au! Da runter rufe kann ich dahin, dann kann ich. Nein! Nein!
Scheibe! Schon wieder aus Reflex hier nochmal rufen. Ja, lieber einmal mehr als zu wenig. Oh nein! Ah, das war jetzt ein Tick zu schnell. Ist doch nicht multitaskingfähig. Die Frau, die. Aber da. So, aber bitte hierher. Okay, nee. Wie kriege ich da die Achse weg? Jetzt mal überlegen. Also ich komme da nicht anders hoch als. Ne, ich kann hier hochklettern, das ist schon mal gut. Vielleicht klappt das. Oh Mann. Noch vom Zugunglück ein bisschen lidiert, würde ich sagen. Na komm, das muss doch gehen. Okay, das hat schon mal geklappt. So, jetzt hatte ich sie davon gerufen, also ich musste definitiv. Ja gut, ich glaube nicht, dass das was gebracht hätte. Wenn ich die da jetzt liegen gelassen hätte, oder beziehungsweise dann muss ich dann darüber. Lass doch liegen! Da! Juhu. Oi. Das wird ja mal spannender hier. Ja, ich hatte es mir schon fast gedacht. Okay. Das scheint ja sich hier wirklich schon dem Ende zu nähern alles. So, also die wird mich da wieder weghauen. Oh. Die mag meine liebreizende Stimme scheinbar nicht mehr hören. Dabei haben alle gesagt, ich kann super singen. Passiert. So entstand DSDS. Hallöchen, da ist sie ja wieder. Ich hoffe, jetzt besser gelaunt. Folge mal, die kennt sich ja aus. Ei, jetzt aber mal hacken in der hier. Alter Verwalter, jetzt geht's hier los. Alter, wer bist du denn? Oh nein, nein, zu viel geguckt, zu wenig gelaufen und gesprungen. Ah! Ging gerade nochmal gut. Ei. Das ging nicht gut. Okay, ein blöden Patzer. Boah, komm, Alter. Ei, das ist aber auch. Hallo? Im Blob versunken.
komm schon, let's hier. Oh, der ist echt träge, da beim Rüberklettern. Sporty Spice, geht richtig ab hier und ich drödel da hinterher. Eieiei. Vorne denn da hoch oder was? Alter Mann. So, Hindernisparcours zum Schluss hier noch, oder wie? Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt gleich hier sich dem Ende wirklich nähert. Hinten wird das nix. Boah, so ging's. Okay. Nein! Alter, warum springe ich denn so früh? Ehrlich, das ist mir noch nie passiert. Jetzt muss das aber was werden. Ach, jetzt aber hier. Komm. Lass dir Zeit. Oh. Genau. Aufstehen. Lach auf und spring und halt dich fest. Jawohl. Jetzt mach ich ja nicht den König der Löwen hier. Nicht hier. Hallo. Die scheint mir das mit der Spieluhr wohl doch echt übel genommen zu haben. Alter, was ein Ritt. Ja. Puh. Jetzt muss ich erst mal verschnaufen. Ja, ich würde sagen, also ich habe jetzt auch keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht fast, dass das Spiel jetzt schon zu Ende ist. Offensichtlich geht es noch weiter. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie lang. Ich hoffe, dass es noch ein, zwei Stündchen auf jeden Fall noch wären, weil für heute würde ich jetzt nämlich auf jeden Fall Schluss machen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächste Woche am Donnerstag wieder reinschaltet und auf jeden Fall schon mal ja, vielen Dank für die vielen Kommentare, netten Kommentare, Hilfen, Tipps etc. pp. Hat sehr viel Spaß gemacht heute und ja, ich hoffe, nächsten Donnerstag wird das hier nochmal, also auch ein abendfüllendes Programm geben. Nicht, dass wir jetzt hier noch 10 Minuten zu spielen haben und dann sind wir durch. Da werde ich mir spontan ein anderes Game nochmal nehmen und dann machen wir das noch weiter. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr euch das angeguckt habt hier mit mir, ob live oder vielleicht auch später nochmal im Video on Demand. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einmal ein Follow da, Like, wie auch immer, etc. pp. Auf meinen anderen Kanälen. Folgt mir. Ich bin jetzt auch im Aufbau. Im Moment halt jeden Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr. Und es ist auf jeden Fall mehr geplant. Häufigere Streams vom Videospielen, auf jeden Fall vom Gaming. Boardgames, Musik, hatte ich auch schon mal alles gesagt. Ich sage es immer gerne nochmal wieder, weil der eine oder andere ist ja vielleicht auch das erste Mal hier dabei. Und also es
ist einiges in Planung. Ich habe da Bock drauf, euch so meine Hobbys halt einfach mal zu zeigen. Und wie gesagt, wenn ihr da auch Bock drauf habt, wie gesagt, ihr könnt jederzeit gerne mit mir interagieren, wie heute auch die beiden Wolves of Odin und Alex Music. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke da, Jungs. Und wie gesagt, schaltet nächste Woche gerne wieder ein. Ich würde mich freuen. Und ja, in diesem Sinne, schöne Woche wieder. Wünsche ich euch noch zu haben und ein noch schöneres Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und ja, ich sag mal bis dann und einen schönen Abend euch noch. Ciao.